Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Ich habe mir gedacht, so das erste und mitunter wichtigste, was man sich selber fragen sollte, bevor man sich einen Hund anschafft, ist: Passt ein Hund überhaupt zu mir? Bin ich der richtige Typ dafür? Ist der Hund als Tier überhaupt das Richtige für mich? Und wenn ich mir sehr, 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 sehr sicher bin, dass ich unbedingt einen Hund haben möchte, passt er tatsächlich zu mir und vor allem zu meinen Lebensumständen? Diese Frage klären wir heute und ich hoffe, ich kann euch ein paar Anhaltspunkte geben, an denen ihr das ausmachen könnt. Als erstes solltet ihr drüber nachdenken, ob der Hund zu euren Lebensumständen passt. Ja, Lebensumstände ist jetzt ein sehr großer Begriff, aber habe ich die Zeit dafür? Weil im Regelfall werden die meisten von euch entweder noch in der Schule sein oder arbeiten, sind vielleicht im Studium oder in der Ausbildung. Das ist alles soweit kein Problem, wenn der Hund jetzt halt trotzdem keine 15 Stunden am Tag alleine ist, weil das ist dann doch ein bisschen sehr viel. Ein Hund kann durchaus lernen, seine 8 bis 10 Stunden alleine zu sein, gerade wenn man die Ruhezeiten beachtet. Aber da kommen wir schon zum Punkt, er kann. Es gibt A-Rassen, die können einfach generell das nicht so gut. Hunde sind Rudeltiere, denen fällt es recht schwer. Die müssen das auch erstmal lernen. Das heißt, holt ihr euch einen Welpen zu euch nach Hause, dann fangt ihr da echt hier unten bei Null an. Der kann das noch gar nicht. Das heißt, egal ob Arbeit oder Schule, ihr müsst genug Zeit einplanen, dem Hund das beizubringen, alleine zu sein. Jetzt wird das halt nicht immer funktionieren. Das heißt, bei der Arbeit müsstet ihr euch auf jeden Fall Urlaub nehmen. Wenn ihr noch zur Schule geht, dann müsst ihr fragen, ob eure Eltern euch dabei helfen. Oder vielleicht auch Mitbewohner, falls ihr in einer WG lebt und halt gerade das Studium macht. Das sind halt Dinge, die müsst ihr schon mal mit beachten. Dann kommt vielleicht die Möglichkeit, könnt ihr den Hund eventuell mit zur Arbeit nehmen. Manche haben die Möglichkeit, manche haben die nicht. Klärt das vielleicht mal mit eurem Arbeitgeber, wenn ihr jetzt nicht gerade im hygienischen Bereich arbeitet. Noch ein Aspekt ist das Finanzielle. Und ich meine damit jetzt nicht, ob ihr Geringverdiener seid oder ob ihr total viel auf der hohen Kante habt, weil es letzten Endes auch einfach ein wenig darauf ankommt, wie ihr mit Geld umgehen könnt. Und ob ihr auch bereit seid, eventuell mal für euren Hund etwas zurückzustecken. Ob ihr bereit seid zu sparen oder eventuell auch einfach mal auf etwas zu verzichten. Kommen wir zu eurer Wohnungssituation. Wohnt ihr in der Stadt? Wohnt ihr eher ländlich? Wohnt ihr im Erdgeschoss, was recht super ist, einfach für Hunde generell, wie ich finde? Oder wohnt ihr in einem höheren Geschoss, ist dann ein Aufzug vorhanden und funktioniert der auch regelmäßig? Das sind auch Dinge, die ihr beachten müsst. Ihr könnt keinen 40 Kilo Hund ins sechste Geschoss schleppen. Das wird nicht funktionieren. Na? Wenn da mal was ist gesundheitlich, dann könnt ihr den nicht tragen. Und es gibt auch einfach sehr schwere Rassen, da muss man wirklich mit den ganzen Treppen tatsächlich etwas mehr drauf achten, wie beim normalen Durchschnittshund. Abgesehen davon, es gibt einfach Rassen, die sollten definitiv einen Hof oder einen Garten haben, gerade wenn es Richtung Herdenschutzhund geht. Die echt eine Aufgabe, die brauchen eine Alternative, sonst kann das wirklich, wirklich böse nach hinten losgehen. Also sollte ich mir Gedanken machen, okay, zumindest für den Fall Herdenschutzhund oder generell einfach spezifische Rassen, habe ich die Möglichkeit und wenn nein, habe ich vielleicht eine Alternative. Wie schaut es mit der Wohnungsgröße aus? Und ich meine jetzt wirklich nicht, dass es extrem ausschlaggebend ist, aber ich würde jetzt mir keine Dogge holen, wenn ich 30 Quadratmeter habe. Ne? Wenn ich jetzt einen kleinen bis mittelgroßen Hund habe, okay, und in der Ruhe ist er und in der Wohnung ist ja sowieso eher Ruhe angesagt, weil die Action einfach draußen stattfinden sollte. Aber ich würde mir jetzt kein Cane Corso oder eine Dogge oder einen Bernhardiner in einer 30 Quadratmeter Wohnung halten, wenn der Hund sich dann da einfach nur einmal drehen kann und das war's. Das wäre mir einfach zu klein. Das heißt,
wie ist meine Wohnung, wie ist die Beschaffenheit und hätte der Hund Platz, weil es müssen auch noch Körbchen hin, man hat Futter, was man lagern muss, das muss man auch einfach beachten, habe ich den Platz dazu. Ne? Je größer der Hund, umso größer die Futtermenge. Und ich weiß nicht, nicht jeder hat die Möglichkeit, mal eben um eine Ecke ins Geschäft zu gehen und sich dann regelmäßig für die Woche das Futter zu kaufen. Wie schaut es mit Kindern aus? Kinderplanung. Möchte ich mir dann einen Welpen holen? Oder sind wir vielleicht aktuell sogar in der Kinderplanung? Weil mit Baby und Säugling und Kleinkind ist das alles einfach nochmal ein bisschen anders. Es ist anstrengender, es ist zeitintensiver. Man muss viel gut managen können. Kann ich das? Möchte ich das? Bin ich da bereit zu? Traue ich mir das überhaupt zu? Oder sagen wir vielleicht, okay, wir warten noch ein Jahr, bis das Würmchen ein bisschen älter ist. Oder wir warten mit dem Hund, weil wir jetzt gerade in der Kinderplanung stecken. Oder habe ich auch eine Alternative? Habe ich Plan B? Habe ich Unterstützung? Das heißt, macht euch einfach mal einen Zettel, notiert euch alles, schreibt euch alles mal auf. Und dann könnt ihr ein gewisses Ausschlussverfahren machen. Weil vielleicht seid ihr eine sehr unsichere Person, zwecks Kind und Hund. Möchte ich dann einen mittelgroßen oder mittelschweren Hund haben oder möchte ich dann vielleicht auch eher etwas Kleineres haben, weil ihr euch selber dann vielleicht auch einfach besser fühlt. Das sind Dinge, die müsst ihr miteinander einfach abwägen. Wenn ihr einen Hund habt oder einen Hund euch anschaffen wollt, hallo Katze, dann müsst ihr raus bei Wind und Wetter. Und da ist ziemlich scheißegal, ob es Regen gibt, ob es schneit, ob es hagelt oder stürmt. Der Hund muss trotzdem raus und sein Geschäft verrichten. Und die einzige Person, die dann draußen seid, seid ihr, weil ihr Hundehalter seid. Macht ihr das? Ihr könnt den Hund halt bei dem Wetter nicht in der Bude lassen. Das wird nicht funktionieren. Ne, der muss halt trotzdem raus. Und wenn ihr da so gar keinen Bock drauf hättet oder kneifen würdet, dann überlegt, ob der Hund tatsächlich so richtig wäre für euch. Nächster Punkt. Seid ihr eine Partymaus oder geht ihr einfach gerne feiern? Seid auf Urlaub, seid auf Achse, Kino, Bowling, Shisha rauchen? Da kann der Hund nicht immer mit. Es gibt nicht immer einen Urlaub, wo der Hund mit kann. Und außerdem kommt es... Aua! Außerdem kommt es dann auch drauf an, ob ihr den Hund oder wie ihr den Hund mitnehmt. Fliegt ihr häufig? Fahrt ihr viel mit dem Auto? Macht euch bewusst, dass ein Hund viel, viel Arbeit ist. Auch wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz habt, der braucht, bis er bei euch ankommt. Es gibt auch trotzdem Problematiken. Manche können trotzdem noch nicht alleine bleiben und viele, viele müssen das einmal eins einfach nochmal lernen. Seid euch bewusst, dass es viel Zeit braucht, dass es zeitintensiv ist und dass es oft Phasen gibt, die wirklich, wirklich anstrengend sind. Ja, und wenn ihr euch einen Welpen holt, dann habt ihr richtig Spaß. Es gibt natürlich viele, viele schöne Seiten und viele wollen auch einfach den Hund mit aufwachsen sehen. Aber ein Welpe braucht viel Zeit, Ruhe und ganz viel Geduld und nochmal so viel Kaffee und Nerven. Weil nach der Welpenzeit, die ja anfänglich noch sehr süß ist und schön und ach, guck mal, ist das nicht toll und ist der süß und ah, tritt halt auch einfach die Pubertät ein, wo man den Hund eigentlich regelmäßig ganz gerne an die Wand nageln möchte. Das heißt, macht euch wirklich bewusst, dass da Arbeit auf euch zukommt. Ein Hund ist Arbeit. Immer. Nein. Der macht immer Arbeit. Das Training hört nicht auf, ein Hund lernt immer und die Erziehung findet halt auch einfach immer statt. Ja, kuschelbedürftig. Macht euch Gedanken, ob ihr vielleicht in den Hundesport wollt. Viele Hunde brauchen irgendeine Beschäftigung, die ein bisschen mehr ist, wie einfach nur einmal eine Runde um den Häuserblock gehen. Das reicht den meisten Hunden nicht. Und bitte, bitte macht nicht den Fehler und denkt, ach ja, ich hole mir einen kleinen Hund, dann funktioniert das schon, der braucht nicht so viel Auslauf. Wenn ich mir einen Dackel oder einen Jack Russell Terrier hole, die sind sehr klein, die brauchen aber auch verdammt viel Beschäftigung bzw. Auslauf. Und mit Beschäftigung meine ich jetzt nicht einfach nur 24 Stunden die Woche irgendwie Bällchen schmeißen. Nein, die brauchen tatsächlich was für den Kopf. Das sind ambitionierte Jagdhunde. Deswegen
Lasst euch nicht täuschen, auch kleine Hunde können ganz schön viel Arbeit und Auslauf und Beschäftigung brauchen. Ja, kommen wir dazu, zu den Anschaffungskosten. Wenn ihr euch einen Hund vom Züchter holt, sprich einen Welpen, dann müsst ihr wirklich so mit einer Preisspanne von 1300 bis 1700-800 rechnen. Das ist einfach so und das hat seine Gründe. Die haben Papiere, die Eltern sind untersucht. Das ist schon nicht wenig. Das kann man ansparen, klar, keine Frage. Aber wäre halt so einfach, wenn es dabei bleiben würde. Das heißt, ihr habt die Anschaffungskosten eventuell vom Züchter. Wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz holt, ist es meistens deutlich günstiger, weil die dann halt einfach eine Schutzvermittlungsgebühr nehmen. Und dafür habt ihr dann auch einfach schon einen älteren. Man kann euch relativ genau sagen, okay, so und so ist der Hund drauf, da und da müsst ihr drauf achten. Und Achtung, hier könnte es eventuell Problematiken geben. Das wisst ihr bei den Welpen so natürlich noch nicht. Nur da kann man natürlich relativ viel spekulieren. So wird sich der Hund vermutlich entwickeln. Aber einen hundertprozentigen Garant ist es natürlich nicht. Kommen wir zur Haftpflichtversicherung. Bei uns ist es so, wenn ihr einen Hund habt, der entweder 20 Kilo schwer oder 40 cm Schulterhöhe habt, dann seid ihr verpflichtet dazu, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Dann müsst ihr bei euch schauen, wie das bei euch geregelt ist. Bei uns ist es so, wenn ihr einen kleineren Hund habt, ist es trotzdem empfehlenswert. Einfach. Ach, da sind die Bitches. Ist es halt trotzdem empfehlenswert. Einfach, wenn halt mal was sein sollte, dann seid ihr da geschützt. Wenn euer Hund jetzt den Teppich von der Oma Hildegard kaputt macht, dann habt ihr da vielleicht Glück gehabt. Wir haben dann aber auch noch die Hundesteuer. Das sind laufende Kosten. Und je nach Gemeinde können die echt variieren. Es gibt Gemeinden, die nehmen 20, 30 Euro. Bei uns ist es für einen Hund, ich glaube, um die 150. Das ist recht viel. Und wenn ihr sogar mehr Hunde habt, wird das Ganze noch teurer. Dann wird es meistens gestaffelt. Habt auch das im Blick. Futterkosten. Je größer und schwerer der Hund, umso mehr Futter muss da auch rein. Wenn ihr ein hochwertiges Futter kauft, ist es auch relativ teuer. Ihr habt dann natürlich die Möglichkeit zwischen Trockenfutter, Nassfutter oder Barf. Das macht mir relativ viel. Barf, entweder gibt es bei uns Barf oder hochwertiges Nassfutter. Und das kostet einfach. Und das ist auch einfach teurer, wie mal eben das günstige Futter aus dem Discounter. Aber worauf man da genau achten sollte und wovon man vielleicht eher die Finger lassen sollte, da machen wir mal ein extra Video zu. Zubehör. Ihr braucht Ausstattung. Hundekörbchen, Leine, Geschirr, Halsband. Und meistens nicht nur eins davon. Je nach Anlass braucht ihr eventuell was anderes. Ne? Lange Leine, kurze Leine, Schleppleine. Der Hund wächst, je nachdem, welche Rasse ihr habt, mal mehr, mal weniger. Das heißt, da verschiedene Größen. Und auch da hat oft Qualität seinen Preis. Ne? Das kommt natürlich auch einfach drauf an. Wollt ihr in den Sport, Zukundesport, dann braucht ihr da auch wieder spezielle Geschirre. Die kosten auch wieder ein bisschen was. Ja, Fellpflege darf man nicht vergessen, dass je nach Hund ihr da auch einfach ein bisschen spezifischere Bürsten benötigt, damit ihr einfach dem Fell gerecht werden könnt. Dann kommen wir auch dazu, was habt ihr für Ansprüche an den Hund? Was wollt ihr von dem Hund? Seid euch wirklich, wirklich, wirklich bitte darüber bewusst, welche Anforderungen ihr habt. Wollt ihr in den Sport? Wollt ihr einfach nur einen Familienhund, einen kleinen, netten? Oder habt ihr irgendetwas Bestimmtes vor? Es gibt so viele anerkannte Hunderassen. Schaut euch da einfach mal durch, lest euch die Beschreibung durch, aber informiert euch auch ein bisschen mehr als nur diesen schönen Steckbrief vom FCI oder vom VDH. Einfach, weil die oft ein bisschen fehlerhaft sind oder fehlinterpretiert werden. Wenn bei einem Hund steht, jo, der ist sehr selbstbewusst, dann kann man natürlich denken, ach toll, der ist nicht so ein Schisser. Heißt aber auch, dass er sehr selbstbewusst Entscheidungen treffen kann, die problematisch werden könnten. Ne? Das heißt, eine Seite hat immer zwei Medaillen. Schaut euch da sehr genau um. Wenn ihr nicht alleine für euch verantwortlich seid, dann müsst ihr es mit der ganzen Familie besprechen, weil letzten Endes ist es nicht nur Hund,
nicht nur Rudelmitglied, sondern auch Familienmitglied. Seid euch darüber wirklich bewusst. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Checkt doch vielleicht auch mal den Instagram-Account aus. Da werdet ihr auch immer mal wieder was finden. Und ich würde sagen, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!